Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Robert Marc Lehmann. Ja, und Leute, ihr kennt mich eigentlich mit den dicken Kameras. Aber es ist natürlich so, dass nicht alle von euch immer so ein Brett irgendwie mit sich rumschleppen wollen oder können oder auch überhaupt nicht besitzen, weil das ist natürlich auch teurer Kram. Und manchmal ist es tatsächlich auch so, dass es Situationen gibt, da kann ich so eine Kamera gar nicht mitnehmen. Da ist ein Smartphone tatsächlich von Vorteil. Undercover, irgendwo illegal Fish Market oder irgendwie so ein Ding. Und es ist natürlich so, vielleicht findet man über die Smartphone-Fotografie auch den Einstieg und Spaß an der Freude und irgendwann holt man sich mal später, wenn man viel Geld gespart hat, so eine dicke Kamera. Leute, das, was ich euch heute im Video zeige, Fotografie und Film mit dem Smartphone, meine besten Tipps und Tricks, die kann man auf alles anwenden. Da macht ihr nicht nur damit gute Bilder, sondern am Ende auch damit. Das ist das ganz Wichtige. Und wir steigen jetzt ins Video ein. Viel Spaß aus dem Dschungel, Peru, mit meinem besten Smartphone, Video- und Fototipps. Los geht's! Wir haben jetzt hier am Baum Blattschneiderameisen. Kennt ihr vielleicht? Ne? Das sind so Ameisen, Leafcutter Ants, sagt man im Englischen. Die schneiden die Blätter aus, transportieren ihn dann auf ihrem Kopf oder auf ihrem Rücken, also hochhaltend, und laufen damit zu einem Nest und dort füttern sie einen Pilz und von dem Pilz ernähren sich dann. Es gibt da ganz, ganz verschiedene Arten. Das sind also relativ kleine Tiere. Wir reden über so kleine Tierchen. Das heißt, ich muss nah ran. Dabei bitte aufpassen, weil wir müssen nah ran. Die Viecher beißen auch oder spritzen auch mit Gift, Ameisensäure und so weiter. Also schön vorsichtig. Die Tiere nicht zerquetschen, nicht zerdrücken. Ich schalte auf Video. Ich nehme jetzt mal hier höchste Qualität, 4K, 60 Bilder die Sekunde. Und ich lege mir auch immer so ein Grid drauf, ne? Dass man den goldenen Schnitt schön beachten könnte. Guck mal, wenn ich die jetzt hochkant filmen würde, für Insta zum Beispiel, würde ich schön nah ran und nehme mir 2/3 Baum, so, und lass 1/3 noch frei in der Unschärfe. Und guck mal und drück einfach mal drauf. Lass die da schön weglaufen, jawohl. Schön gerade halten. Das wäre für Insta. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich auch noch für YouTube. Auch hier wieder. Guck mal, mein Grid sagt mir schön, aha. 2/3 Baum, 1/3 frei halten. Und ich kann dann auch eine langsame Kamerafahrt nach oben machen. Und dann sieht das Ganze schon aus wie bei unser Planet Erde. So. Und wenn ich noch richtig Bock habe, guck mal, ihr seht schon meine Dschungelschuhe. Nico schwenkt mal kurz auf meine Dschungelschuhe. Gut vorbereitet. Socken und Adiletten. Passt auf. Dann gehen wir... drehen das Smartphone einfach um, lehnen uns schön weit aus dem Fenster. Ne, das wird nichts. Warte mal, ich muss mich umdrehen. Zack, keine Ameisen zerwirken. Und dann machen wir einfach mal den hier. Gehen hier richtig schön in die Ameisenstraße rein, ohne die Tiere zu zerquetschen. Und drücken mal auf Aufnahme. Machen 1/3, 2/3, also 1/3 Baum, 2/3 Baumkrone. Lassen die mal laufen. Hochkant. Wenn du das auf Instagram hochlädst, denkt jeder, scheiße, wie haben die das denn gemacht? Mega geil. So, und das Ganze kannst du natürlich auch nochmal für YouTube querkant. So, immer wieder drauf achten, keine Tiere platt machen, nicht mit den Soldatenameisen in Kontakt kommen, kurz antippen, fokussieren, filmen und möglichst gerade halten. Immer ein bisschen Baumkrone im Hintergrund, dass wir auch wissen, was wir hier filmen. Schönes Ding. Hat geklappt und ich kann jetzt noch mal eine andere Einstellungsgröße machen oder einfach mal die auch an der Seite langlaufen lassen, im Insta-Stil. Das sieht auch geil aus. Ja, das ist nicht ganz einfach. Muss man sich ein bisschen festklemmen, aber so geht's. Leute. Und das Schöne ist, der Kram ist ja in 4K. Also es ist wirklich, das sieht mittlerweile so gut aus. Ja, der Kameramann und ich, wir kotzen manchmal ganz schön ab, wenn man in einer richtig schwierigen Lichtsituation ist, wo die großen Kameras, da musst du mit ND-Filter arbeiten und in Log, also in so einem großen Dynamikbereich. Da wird es manchmal kompliziert, dann holt man das Handy raus und es sieht alles so geil aus. Und das ist eigentlich auch das Schöne an dieser ganzen Smartphone-Fotografie und Filmerei. Du hast eine super gute Kamera heutzutage immer mit dabei. Du kannst Content Creator, Video Creator sein. Höchst professionell. Mit diesem kleinen Ding. Und hast es im Prinzip in 10 Minuten auch schon zusammengeschnitten und hochgeladen. Könnt ihr alle machen und mit ein bisschen um die Ecke denken. Gerade hier bei solchen Shots, nicht einfach nur so von hier filmen. Bisschen um die Ecke denken, zack, einfach draufhalten. Und wisst ihr, was noch geil ist? Die haben auch einen richtig guten Ton. Dieses Video wird gefilmt mit einem Smartphone. Das nimmt mich auf. Ihr hört jetzt Hintergrundgeräusche von einem vorbeifahrenden Boot. Das ist eigentlich gemein.
wieso schleppe ich eigentlich 50, 100 Kilo durch den Dschungel, wenn das eigentlich auch alles damit geht? Klar mache ich noch andere Aufnahmen. Wenn ich jetzt hier einen Slider aufbaue und große Kamera und Makrolinsen und der Nico noch Licht macht und so, das ist alles cool, aber es geht eben auf einem richtig guten Niveau auch wirklich damit. Und das ist schön. Das ist eigentlich ein schönes Gefühl, dass heutzutage damit viel geht. Und ich erwische mich auch selber immer wieder in Situationen, keine Ahnung, irgendwo auf dem Boot, Sonnenaufgang, ehe ich die große Kamera raushole, habe ich schon ein richtig schönes Bild, gut eingerichtet. Achtet immer auf den goldenen Schnitt, die Drittelregel. Das zeige ich aber nochmal bei einem anderen Objekt. Let's go. So, und hier ist schon wieder der nächste Tipp. Wenn mit der großen Linse noch nichts geht, kleines Smartphone schnappen und dann kann man mal sowas machen. Gerade wenn ihr so einen Sonnenaufgang oder sowas habt, einfach tief rein. Ja, ein bisschen was im Vordergrund. Guckt euch das an. Schöne Drittelregel beachten. Zwei Drittel unten, ein Drittel Himmel oben. Schön was einrichten. Ein bisschen runterziehen. Zack, mit ein bisschen Himmelspiegelung. Auch mal das Smartphone umdrehen. Und schon sieht das gut aus. Schön nah ran, Spiegelung ausnutzen. Klappt es auch mit dem Nachbarn oder Nachbarin. Wir haben jetzt ein typisches Problem, wenn ihr nur ein Smartphone dabei habt, nämlich dass die Kamera nicht weitwinklig genug ist. Und da kann man manchmal so ein bisschen tricksen. Und zwar habe ich hier einen Pano-Modus, stelle den auf Weitwinkel und ich habe hier neben mir einen riesigen Brettwurzelbaum, Ficus maxima, also eine riesige Feige. Die ist 50 Meter hoch, die Brettwurzeln gehen auf 8 bis 10 Meter. Die kriegst du nicht mit einem Foto gut dargestellt. Und was wir jetzt machen, ist einfach mal im Panorama-Modus, also wo man normalerweise eine riesige Landschaft horizontal abbilden kann. Das machen wir jetzt einfach mal von unten nach oben. Schön vorsichtig, mit dem Pfeil auf der Linie bleiben. Zack, zack, zack. Nicht wackeln, nicht wackeln, nicht wackeln. Hopp. Und siehe da, haben wir den kompletten Baum inklusive Brettwurzeln und haben uns das ein bisschen zusammengemogelt. Sieht auf Insta aber geil aus, funktioniert auch fürs Fotobuch, Leute. Einfach manchmal so ein bisschen um die Ecke denken beim Probleme lösen und dann kommt ihr von ganz alleine drauf, wie solche Dinge auch abbildbar sind. Also viel Spaß, auf zum nächsten Tipp, los geht's. So, da sind wir wieder mit dem nächsten Tipp und zwar nehmt euer Smartphone auch mal nachts. Absolute Dunkelheit würde natürlich kein Mensch irgendwo ein Foto machen. Schaltet den Blitz unbedingt aus, das muss ich auch machen. Zack, ich gehe auf Foto. Blitz ist ausgeschaltet. Achtet bitte darauf, dass eure Linse zu 100% sauber ist, weil nur dann klappt es mit dem Foto. Und jetzt muss man mal 3 Sekunden die Luft anhalten. Ich halte jetzt mal hier im Dschungel, in den Sternenhimmel, aber es ist scheißegal, wo ihr das macht. Das könnt ihr im Dschungel machen, aber auch im Stadtdschungel oder irgendwo draußen auf dem Land, ist völlig egal. Und wir versuchen mal eine Langzeitbelichtung. Aussieht. Boah. Und das finde ich so krass, dass es selbst auf dem Smartphone habe ich hier so ein paar Bäume im Vordergrund, die so einen Schattenriss geben, dann die Sterne im Hintergrund. Man kann das tatsächlich verwenden. Und jetzt ein kleiner Trick, ich habe mir noch eine Taschenlampe mitgebracht, guck mal. Und jetzt male ich die Bäume, die wir hier im Vordergrund haben, noch mal schön an. Pass mal auf. Und ich drücke drauf. Und habe die Bäume noch mal angemalt. Und guck mal. Dann kriege ich sowas hin, dass ich den Bäumen ein bisschen Licht gebe. Starlights in the background. Ich werde immer wieder gefragt nach der besten Kamera, die es so gibt. Und da sage ich immer, die ihr dabei habt. Das ist zwar super anstrengend, aber wir kommen gerade aus dem Dschungel. Und guck mal, wenn man dann sowas findet hier wie Jaguar-Tapsen im Sand, ist das immer ein bisschen langweilig, wenn man einfach nur von oben drauf hält. Da erinnere ich mich selber an ein Foto von Paul Nicklin mit so Eisbären-Tapsen im Eis. Und die sind ganz nah dran und der Wind fegt so drüber. Das heißt, guckt mal, ganz nah ran, bisschen was im Hintergrund, dass man das verorten kann, so. Und dann sieht das schon ganz anders aus. Das sieht cool aus. Damit kann man arbeiten, das sieht auf Insta auch cool aus. Reicht völlig, als immer nur so langweilig oben drauf. Och, die Sandfliege, Nico, guck. So, Freunde, und wo wir hier schon am Fluss sind und gerade von den Sandfliegen aufgefressen werden, zeige ich euch nochmal einen Tipp. Das wäre ein langweiliges Foto, also einfach nur draufhalten. Meinetwegen im Weitwinkelmodus, bupp. Aber wenn das Ganze auf Wasserniveau ist, sieht die Sache schon anders aus. Goldene Regel beachten, goldener Schnitt, zack. Und dann nochmal ein Video rausgekloppt auf Wasserniveau. Leute, ey, wie Planet-Niveau. Passt.
Oh, die Netze. Also, gerade auch mal so Wasserflächen, Spiegelungen und so weiter ausnutzen, immer nah rangehen, sieht mit dem Ding immer geil aus. Kann man im Prinzip nichts falsch machen. So, und wenn das Bild dann immer noch stinklangweilig ist, dann sucht man sich irgendwas im Vordergrund, hier die Wurzel ist gut. Guck mal. Ja. Denn alte Fotografieregel, heißt, Vordergrund macht Bild für den. Ja! Oh, ich werde hier aufgepasst, ich flippe aus. Nächster Tipp, schnell! Und einfach mal so einen schönen Lensflare da durchgehen lassen. Und einfach mal das Blätterdach drehen lassen, leicht nach unten gehen und im Vordergrund mit einem Blatt enden. Oh. Leute, genug Instagram und YouTube Content generiert und wisst ihr was, das ist ja das Schöne. Jeder von euch kann ein Video-Creator sein oder ein Fotograf im Prinzip, einfach nur mit dem Smartphone in der Tasche, überhaupt kein Problem. Es gibt allerdings Situationen, und in der bin ich jetzt gerade, weil jetzt, da sind sie auch gerade, Alter. Ich muss los, weil, wenn ihr euch jetzt runter, Nico, film mal ganz kurz hin, das sieht, man sieht's. Da wackelt's, es ist natürlich schwierig, man sieht's nicht. Ja, okay, sorry, man sieht's nicht, und genau das ist nämlich das Problem im Smartphone, weswegen ich es jetzt weglegen muss und die dicken Tüten rausholen muss, weil es gibt Situationen, ach, Alter Schwede, es gibt Situationen, da geht's eben nicht. Nicht einfach im Dschungel. Ich wünschte, ich hätte ein Smartphone und wäre 1 Meter weg. Fast. Komm schon. Wenn jetzt gerade die Affen oder die Makaos kommt, da braucht man dann ein dickes Brett. Aber fangt erstmal damit an, überlegt euch ein paar coole, kreative Sachen. Es gibt ganze Filme, die werden nur mit dem Smartphone gedreht, wie zum Beispiel dieser hier. Auch wenn der Kameramann das hasst, ich habe ihn dazu gezwungen. Es kommt ja auch was Cooles dabei raus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Video. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Vielen Dank für eure vielen Daumen hoch. Vielen Dank für die geilen Kommentare. Und es macht mir richtig Spaß mit euch, ihr geilen Säue von YouTube. Also, Leute, bis zum nächsten Video. Adios, euer Robert Marc Lehmann, Meeresbiologe, der jetzt Affen fotografiert.